now the Reptide Duopod. Welcome, Sam Kuzobotsky. Zehn Runden. Wir haben doch noch ein paar, eine Menge interessanter Gegner, aber auch schon 41 Jahre alt. 39 Siege, 6 Niederlagen, 26 Mal durch K.O. erfolgreich. Wird er hier versuchen, über die volle Distanz zu gehen, eine Taktik umzusetzen oder eher in den Anfangsrunden reinzuhauen und zu schauen, was dann passiert. Und da kommt dann die linke und die rechte. Die Deckung zu knacken. Er will natürlich den vorzeitigen Erfolg. Das war noch recht locker. So sah es aus und so sieht es häufig aus bei Can Kuzobotsky. Das wird noch härter. Ganz lockeres Abtasten da, um sich zu befreien. Und dann nicht mehr ganz so lockeres Abtasten und ein paar beinahe aus dem Ring geflogen, aber die Ringseile sehr locker. So sieht es auf jeden Fall Massimo Barovecchio. Deswegen hat er das hier weiterlaufen lassen. Aber es war schon mal so ein Grundgeschmack von dem, was da passieren kann, wenn Kuzobotsky so einen halben Zahn zulegt und ein paar nicht schnell genug wegkommt. So wie hier, die linke. Und er arbeitet gut vor mit der rechten, um da zum Körper zu gehen. Deckung runterziehen, zack, oben ist die Lücke am Kopf. So wie hier vielleicht gleich. Da wieder immer die gleiche Kombination, die gut durchkommt, rechts, links. Ich glaube, er muss sich schnell was überlegen, Johan Duhompas, sonst ist das Ding durch. Oh, da war die linke und die hat schon mal ordentlich rumpelt. Und die nächste linke. Die Ecke wird hektischer, weil sie sagt, das wäre doch ein Moment gewesen. Und hier wäre ein Moment gewesen. Und da wäre noch ein Moment gewesen. Auf was wartest du? Es ist schwer zu sehen, was der Plan sein könnte. Der eine Volltreffer wird sicherlich eine Rolle spielen, wenn das denn gelingen könnte. Was würde dann passieren? Einmal richtig rein damit. So eine rechte zum Beispiel. Guter Treffer zum Körper. Macht er schön und systematisch und dann mit mehr Wucht. Mir gefällt das, wie er variieren kann. Das sind manchmal nur so ganz leichte Schläge, die gerade so berühren, als ob man eine Fliege von der Wand wischen will. Und im nächsten Augenblick kommt der gleiche Schlag, aber mit einer Wucht. Gut. Links, rechts, links und nochmal links. Und dann die kurzen Haken auch noch ran. Und dann so ein bisschen gelangweilt schauen und nochmal mit wuchtigen Schlägen nach vorne gehen. Oh, gut. Er hat gesessen und er schaut. Ich dachte, er kippt um, dachte sich Can Kuzobotsky, aber der steht noch. Also auf dem linken Auge ist nicht mehr viel zu erkennen. Ich glaube, da wird er nicht mehr so viel kommen sehen. Das ist relativ zu. Auf dem rechten Auge geht noch ein bisschen was. Wird man den Kampf abbrechen, weil die Schwellung zu stark wird. Leon auf. Der Franzose gibt auf. Haben einmal rüber geschaut und haben das Zeichen gemacht. Die hören auf. Kampf ist Schluss. Sie wollen nicht mehr. Handschuhe ausziehen, Feierabend, Ende. Wollen, würden sie vielleicht noch. Nur können geht nicht mehr, das Auge ist zu. And we have a new WBC Heavyweight Intercounty Champion in the sixth round with TKO through injury. Congratulations, Rocket!